Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der kunterbunten Welt der Sidequest befinden wir uns jetzt in dem geheimen Labor. Wir sind wieder zurück, um die Medizin zu suchen. Und ich muss sagen, Sidequests in diesem Spiel sind wirklich sehr, sehr langatmig. Ich hatte kurzzeitig überlegt, wirklich die Sidequests ab diesem Zeitpunkt einfach wegzuschneiden, aber wir sind ja eh fast durch mit den Sidequests. Ich glaube, da kommen nicht mehr viele. Ne? Heute kommen wir wenigstens an einen Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine Sidequest, die wirklich sehenswert ist, denn heute bekämpfen wir einen Feind, der richtig was drauf hat. Viel Spaß. Zeit, ein bisschen was zu testen. Mein Einsatz. Nicht mit mir! Jetzt oder nie! So, zack! Und zack! Wie ist schon vorbei? Es ist aus! Das wird so nicht. Du kommst da jetzt schon mal weg. Oh, kritisch! Machen wir Impuls. Weißt du was? Ach nee, ich hab keine. Das war nicht nett. Wollte auch mit Cloud seine neue Fähigkeit machen. Ich mach das. Lauf doch nicht weg! Ich will ganz nah sein, damit alle drei dich treffen. Alles endet hier und jetzt. Ach du Scheiße, okay. Der muss dafür geschockt sein. Sonst treffe ich den nie im Leben. Ja, nice. Ja, sogar stärker als der Mutangriff. Natürlich. Was hast du denn gedacht, Barrett? So, aber Störung mache ich immer noch am liebsten. Das wird so. Ah, Schilde. Übernimm du. Überlass das mir. Schild. Auslöscher? Fragezeichen? Oh, Wind. So. Strom, wer hätte gedacht? Okay, versuchen wir, solange er sich nicht bewegt, Aero zu machen. Hä? Hat sich aufgelöst. Ja? Ich zähl auf dich. Jetzt hab ich hier das Sagen. Was für eine Gelegenheit. Schön alle Kugeln. So, Cloudy. Du musst jetzt heilen. Cloud hat ein bisschen was abbekommen. Kann ich was Schönes von euch stehlen? Aether. Turbo Aether. Nö. Es ist wirkungslos, Tifa. Lass das. Den hier musst du angreifen. Na komm. Achso, nee, noch nicht. So, Cloud. Machen wir den hier. Geschicklichkeitsbonus erhalten. Cool. Amplifikation hat die nächste Stufe erreicht, okay. Oh, Aero ist genauso scheiße wie die ganzen andere Scheiße, ey. Naja, nutze ich die Gelegenheit und heile ein bisschen. Dann verprügeln wir den halt so.
Ach komm, bitte. Beweg dich nicht, wenn ich das hier mache, okay? Wirkungslos? Ah, achso, der hat eine Magiebarriere, wenn... Oh. Das heißt, gegen den da oben würde es jetzt funktionieren, ja? Ja. So, müssen wir halt nur noch warten, bis er sein Schild raufsetzt. Nierfinsiege. Warte, ich muss nochmal heilen. Wobei, Barret kann sich auch selber ein bisschen heilen, ne? Komm. Mach mal Vita gegen dich. Oh, er hat gerade sein Schild aktiviert. Das ist perfekt. Oh. Das nicht. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Ja, außer dass ich kein WP mehr habe. MP. Deswegen, ich habe unendlich Aether. Deswegen setzen wir davon einfach mal ein paar ein. So. Was? Ich habe euch gar nicht gesehen. So. Keine Chance. Ja. Das Schwert haut schon rein, ey. Muss man schon sagen. Was kriegen wir denn hier? Mogri-Medaillen ohne Ende? Oder einfach nix? Ja, nix klingt auch gut. Allheilmittel. Naja, gut. Noch mehr Kisten zu zerstören. Ich meine, klar, wir waren ja schon mal, logisch. Und trotzdem. Wir müssen ja immer noch das Ding hier unten suchen, was wir brauchen. Die Quest. Ich glaube nicht, dass sie in so einem Container drin ist, oder? Wird wahrscheinlich in der Truhe oder beim Boss sein. Eins von beiden. Klingt gut. Hoffentlich treffe ich nicht die Bosskisten wieder. Das waren viele. Zu viele. P durch Heilung. Echoschirm. Na gut. Dann nichts Gutes. So. Heißt das, ich kann ganz zurück zu dieser einen Stelle, wo ich noch nicht war? Da wird wahrscheinlich dieses Heilmittel-Ding sein. So, wir gehen mal hier hoch. Hier oben ist ja eine Sackgasse. Oh Gott. Hier unten waren die Bosskisten. Aber ich werde sie diesmal ignorieren. Weil ich sowieso nicht rankomme. Ich komme ran. Ich komme ran. Scheiße. Okay, ich habe ordentlich Supertränke rausgekriegt. Da geht's ja runter. Andere Seite war aber nichts. Oder noch ein paar Kisten vielleicht. Ja, aber da komme ich nicht an. An die untersten vielleicht, ja. Lass dich nicht treffen. Ebenso. Das war's. So, schnell Schwertsturm, bevor die irgendwas machen können. Und dann nochmal Schwertsturm. Genau. So easy kann man sie fertig machen. Hier können wir nirgends voran, ne? Ne. Oh, ich dachte, da wäre eine Kiste. Kistensüchtig. So, da war der Raum, den wir nicht kannten, oder? Doch, doch, hier waren wir auch. Ja, man siehe, ich war da.
Von hinter der Tür kommt was, ja? Kann ja lustig werden. Okay. Ein Behemoth. Oder Behemoth. Keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ausspricht. Unterkörper, Oberkörper. Aber der kann mir wenigstens nicht so leicht ausweichen. Oha. Ja, das tut weh. Tifa, würdest du das lassen, zu sterben? Wirkungslos? Ich muss auf jeden Fall öfters Tifa einsetzen jetzt. Müsste nämlich geheilt werden ohne Ende. So, Cloud. Analyse. So, Behemoth Typ Zero. Oh, zerstöre sein Ober- oder Unterkörper, um ihn zu Boden zu bringen. Wenn du ihm ein weiteres Bein brichst, während er am Boden ist, versetzt du ihn in den Schockzustand. Er kontert Magieattacken mit seinen Hörnern, also zerstöre sie, bevor du versuchst, ihm mit Magie den Chaos zu machen. Okay. Stehbar magischer Ring. Okay. Das heißt, wenn wir voll geheilt sind, versuche ich ihn zu beklauen. So, dann mach mal Klingenstahl. Immer vorsichtig bleiben. Das tat weh. Wieso brennst du so? Wieso bist du jetzt... Er ist gerade, glaube ich, solange er brennt, können wir ihn nicht treffen, oder doch? Nein, doch nicht gegen den Oberkörper. Er zielt die ganze Zeit anscheinend auf den Oberkörper. Au. Ich bin an deiner Seite. Aber das ist auf jeden Fall vorbei. So, Magie, nee. Klingstahl. Nicht getroffen. Oder doch? Okay, versuche ihn jetzt mal zu bestehlen. Stehlen fehlgeschlagen. Ich mach's nochmal. Bringt ja irgendwie nichts. So, Cloud. Klingenstahl gegen den Unterkörper. Alles endet hier und jetzt. Oh, schon erlernt? Nice. Auf Hochtouren. Okay. Okay. Noch bin ich am Leben. Roger, ich überlebe. Bitte was? Wirkungslos. Jetzt rollt er sich herum. Und jetzt auf die Hörner. Cloud. Klingenstahl auf die Hörner, bitte. Wirkungslos. Ah, er brennt wieder.
Oh, er steht! Du bist am Zug. Ich mach das. Ich mach das schon. Auf nimmer Wiedersehen! Das zeckt richtig rein. Wenn man trifft. Okay, ich muss jetzt dringend heilen. Oh. Barrett? Regina. Oh. Achso, das war der erste. Lol. Zieh dich zurück. So eine Schande. Ich kann noch kämpfen. Muss das beenden. Achso, er regeneriert sich jetzt. Nein! Tiefer. Jetzt hab ich hier das Sagen. Achso, doch, Regina ist das Beste jetzt, ne? Na gut. Engel. Hey, alles okay? Ich zähle auf dich! Ich, leg los! Ach du Scheiße, Cloud. Gib mir mal einen Megatrank. Oder dir selber. Ich muss jemanden heilen. Immer vorsichtig bleiben. Oh. Cloud? Schnell. Der bewegt sich gerade nicht. Nein! Ich hab gesagt, der bewegt sich gerade nicht. Nicht aufgeben. Barrett? Machen wir nochmal Regina auf dich. Nichts passiert. Okay, machen wir nochmal Gebet. Okay, warten wir mit Tiefer Sult auf jeden Fall, bis er am Boden liegt. Okay, Klingenstahl, Unterkörper. Okay. Barrett, Schockschuss. Gegen den Oberkörper. Er hat mich weggekickt. Nein. Klingenstahl gegen den Oberkörper. Wirkungslos? Voll? Was? Nee. Okay, Barrett. Ach, du kannst gerade nicht. Okay. Fähigkeit. Klingenstahl. Verdammt. Tifa ist kampfunfähig. Ach komm. Okay. Engel, Tifa. Dreh mir den Spieß um. Es wäre lustig gewesen, wenn sie jetzt wieder umgekippt wäre. Okay, Magie Regina für Tifa. Aus dem Weg. Oh, da hat sich jemand erholt. Ich übernehme. Ja. Aber weißt du was? Dann Tifa, mach einfach dein Limit. Mach die ruhig gegen die Hörner. Das war's. Verdammt. Ich hab genug. Jetzt hab ich auch mein Limit. Oh, sie trifft nicht. Ich will dich leiden sehen. Nice. Auch Regina für Cloud. Und er ist ja fast tot. Aha. Dann machen wir schön Klingenstahl gegen die Hörner. Oder auch nicht? Fragezeichen.
Nickerchen WTF? Alleine schaffe ich das nicht. Wirkungslos, scheiße, Mann. Meine Fresse. Der ist doch fast tot. Kannst du mal aufhören zu leuchten? Okay, dann mache ich jetzt mein Limit. Gleich bist du nichts als ein Haufen Staub. Behemothorn. Puh, Auftragsziel. Das ist das, was ich gebraucht habe. Hätte ich mich erinnert, dass das ein Behemothorn ist, dann hätte ich gewusst, was auf mich hier wartet. Puh. Nice Sache. Also, ich hätte gerne mehr Kampfe gegen Behemoth-Bots. Moths, keine Ahnung. War auf jeden Fall cool. So, L1 hat er gesagt, ne? Achso.